Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 16.12.2020 und ich war heute bei der Ohrenärztin, Hals-Nasen-Ohrenarzt, und der hatte keine guten Nachrichten. Ich habe eine sofortige Überweisung fürs Spital bekommen im Notfall. Ich habe keine Ohrenentzündung, sondern eine starke Seitenstrangangina und hinten im Hals, da wo die Mandeln sitzen, ist mir ja eine Mandel nachgewachsen nach der Operation. Und die dürfte sich so entzündet haben, dass sie anscheinend aufgehen könnte und dass sich da jetzt etwas sammelt und in so einer Blase diese Mandel ist und die Eiter sammelt und es immer schlechter wird und das drückt aufs Ohr. Das macht die Ohrenschmerzen. Ich habe zwar heute das erste Mal nicht so Halsschmerzen und weniger Ohrenschmerzen, aber eigentlich hätte sie mich sofort ins Spital geschickt. Ich habe nur darauf plädiert, dass ich Multiple Sklerose habe und eine Corona-Infektion nicht so problemlos überstehen würde. Und dass ich eigentlich nicht ins Spital will, weil ich Angst habe, mich dort mit Corona zu infizieren. Und deswegen hat sie mir jetzt noch einen Tag schon Frist gegeben. Ich soll bis morgen Antibiotika nehmen. Und morgen sollen wir nach St. Pölten fahren, auf die HNO. Und sich da nochmal vorstellen, ob das operiert werden muss oder ob ich stationär über die Vene kurzes Antibiotika bekommen soll. Sie war eigentlich dagegen, dass ich nach Hause gehe, aber ich habe mich eigentlich durchgesetzt und habe gesagt, nein, ich möchte nicht ins Spital, mir ist das zu gefährlich. Und auch die Halsschmerzen sind heute eigentlich eine Spur besser. Auch wenn es furchtbar aussieht, angeblich. Heute muss das Antibiotika noch wirken und hoffentlich geht es mir dann morgen besser, dass sie mich nicht behalten. Und wenn doch, dann muss ich da halt reinbeißen und hoffen, dass ich am 24. zu Weihnachten wieder zu Hause bin, was ich aber schon glaube, auch wenn sie mich stationär aufnehmen, dass sie mich am 24. wieder nach Hause lassen, aber halt eine Woche Antibiotika über die Vene wäre wahrscheinlich gut, damit die Entzündung abklingt, damit ich nicht wirklich operiert werden muss. Und da ich Blutverdünnung nehme, rät sie von der Operation sowieso ab. Aber es kann halt sein, dass es nicht besser wird und dass es dann operiert werden muss. Und dazu muss ich die Blutverdünnung erst absetzen. Und es ist halt schwierig. Weil da bin ich dann immer Thrombose gefährdet. Und es waren natürlich keine erfreulichen Nachrichten und ich mache mir auch Sorgen wegen morgen, weil ich nicht ins Spital will und nicht in der Welt. Egal was passiert, weil ich nicht mehr so starke Schmerzen habe. Und, also war Daniel da.
Ich habe ihn auch schon gefragt, ob ich über ihn reden darf. Auf YouTube. Und er guckt meine Videos. Liebe Grüße, Daniel. Es war ein richtig schöner Tag mit Daniel. Wir haben nicht viel gemacht, aber getratscht und ich habe Kaffee getrunken und wir hatten einiges zu lachen und so. Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit Daniel gut funktioniert. Zumindest jetzt, was das erste Treffen angeht. Und wenn er mich nicht zu sehr unter Druck setzt, ihn zu beschäftigen, sondern er mich beschäftigt, dann kann das schon was werden. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden und auch ganz froh, ihn kennengelernt zu haben. Und ich würde mir wünschen, dass er bei mir anfängt. Auch wenn es vielleicht erst im Februar ist. Aber mal schauen. Sonst was halt irgendwie ruhig. Ich bin relativ früh aufgestanden. War duschen, aber nicht Haare waschen, weil ich wegen der vermuteten Ohrentzündung, die keine ist, nicht Haare waschen sollte, damit das Ohr trocken bleibt. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich weiß, dass ich keine Ohrenentzündung habe. Weil ich habe schon gedacht, ich höre schlecht von der Ohrenentzündung. Und es könnte bleibende Schäden hinterlassen. Oh. Das ist es doch nur eine Mandelentzündung. Seitenstrangangina oder sonst irgendwas. Irgendwas Ekliges. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.